Jetzt sind wir in Okakarara angekommen und sitzen am Sonntagnachmittag im Gästehaus. Allerdings, was ich jetzt berichten möchte, hat gar nichts mit Okakarara zu tun, sondern vielmehr mit Ritas Soup Kitchen. One for me and you, blew out the candles in silence. May the wish come true, I don't know why, but it felt good. Just being there feels like home. Über Rita hatte ich ja schon zwei Videos zuvor berichtet. Sie betreibt eine Suppenküche in Katutura und jeden Mittag erschallt ihr Ruf, womit sie zwischen 60 und 80 Kinder zu sich ruft, denen sie dann das zuvor gekochte Essen austeilt. Isu, 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 Rita hat erlebt, wie viele Kinder hungrig bleiben müssen in ihrer Umgebung und hat vor einiger Zeit beschlossen, die Initiative zu ergreifen. Anfangs erhielt sie Unterstützung von einem Lions Club in Swakopmund und nun fördert Steps for Children ihr Engagement. Und ständig muss ich daran denken, wie es wohl wäre, wenn es Rita nicht gäbe. Was man hier sieht, ist ein schmackhaftes und für die Verhältnisse sehr nahrhaftes Essen. Maisbrei, das Weiße, sogenannter Pap. Und im anderen Topf ein Gemüse, Eintopf, Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln mit einer Hackfleischeinlage und kräftigen Gewürzen. In den vielen Gesichtern ist die Freude zu lesen und auch die gespannte Erwartung, wenn es aufgetischt wird, was da kommt. Achtzig Kinder, die satt werden an diesem Mittag. Dank Rita. Something that she said, Lord.